Hier wird das Holz behandelt. In einem anderen Labor wird dann die Mumie, die in dem Sarg lag, untersucht und konserviert. Bemerkenswert ist der Sand in dem Sarg. Es muss erst geklärt werden, ob der Sand zugleich mit der Mumie in den Sarg kam oder infolge eines Grabraubs in späterer Zeit. Dieses Plastik benötigt man nur für die Begasung. Wir isolieren damit den Sarg und injizieren dann Chemikalien, um Insekten, Bakterien und andere Schädlinge abzutöten. Erst dann beginnen wir mit dem Verfahren und der Verarbeitungsprozess. Bevor Sie in Ihr neues Haus gecheckt werden, sind noch einige Angriffe erforderlich. Der britische Ägyptologe Howard Carter, der in arbeitete eng mit dem Konservator Alfred Lucas zusammen. Lucas überzog viele Objekte mit Wachs, um sie zu schützen. Das war damals die beste Methode. Inzwischen verfügen wir aber über viel bessere Materialien, die noch dazu reversibel sind. Das heißt, sie können jederzeit leicht entfernt werden, wenn sich die Technik wieder weiterentwickelt. Insgesamt besitzen wir 5 Streitwagen von Peter und Annelien. Alle sind bereits ins neue Haus gebracht worden. Un attimo vincente.